Hola, liebe Touristenfreunde, hier bei Tropico 4 mit Digga und Son. Wir sind dabei, hier Strom zu erzeugen. Könnten schnell bauen, wenn wir wollten, aber 7800 ist uns das nicht wert. Unser. Oh, das ist. Er hat viele Freunde. Und nur einige davon sind Diktatoren. Er hat sogar seinen eigenen Vergnügungspark. Noch Fragen? Das ist El Pres, der Wahnsinnstyp. Oh, ich hätte gerne seine Stimme. Und dann würde ich mein Geld mit Synchronsprechen verdienen. Mein lieber Präsidente, der Tag der Wahl rückt näher. Hm. Dachte ich mir, trinkst du kurz was, wo er redet, aber er ist ja schon fertig. Unsere fleißigen Bürokraten haben errechnet, dass sie ungefähr 88% der Stimmen erhalten. Betrug ist dabei nicht erforderlich. Wir auch, alle lieben mich. Ohne Exportgüter abgelegt, ja, passt ja, wir bekommen ja genug durch Tourismus. Was? Presidente, Generalissimo Santana hatte einen Unfall, als er mit der Achterbahn gefahren ist. Die gute Nachricht ist, dass er am Leben ist und es ihm ganz gut geht. Der Generalissimo möchte, dass wir den Unfall vertuschen, aber ich denke, das wäre ein gefundenes Fressen für die internationale Presse. Dem Generalissimo wäre das nicht gefallen, aber was ist wichtiger? Freunde oder Anhänger? Okay, wir brauchen, sammeln Sie 100.000 auf Ihrem Schweizer Bankkonto. Mit plus 20.000 plus 10.000 wäre ich schon mal ganz, ganz nah dran. Anhänger brauche ich nämlich auch. Damals sind mir die 20.000 Anhänger, aber bei einer Million Anhänger sind 20.000 echt nicht viel. Plus 50.000 Anhänger ist schon mehr. Plus 100.000 Anhänger. Geschichte an die Presse, die CIA ist schuld. 20 USA-Beziehungen. Ich glaube, ich gehe hier auch komplett auf die Anhänger. Denn das Schweizer Bankkonto füllt sich auch von alleine demnächst. Ja, und die Anhänger, ja, die USA-Beziehungen sind mir egal, was sollen sie denn machen? Sollen sie doch herkommen, ist was brollen. Glückwunsch, Präsidente. Wir haben die Wahl gewonnen. Das war klar. Ziel erreicht. Besuch US-Senator wird Cara Lipro besuchen. Besuch Rebellenführer. Marco Moreno. Sie laden Imperialisten und Despoten auf die Insel ein. Aber wo bleibt der einfache Mann? Ist Marco Moreno, die Flamme der Revolution, nicht Attraktion genug? Ich habe mich für einen Besuch auf Cara Lipro entschieden, um aus erster Hand den kapitalistischen Zerfall auf ihrer Insel zu sehen. Bevor es soweit ist, muss meine Sicherheit gewährleistet sein. Vergrößern Sie Ihre Armee und ich werde kommen. Viva la Revolution! Heuern Sie 5 Soldaten an, Belohnung 50.000 Anhänger, das hört sich doch sehr gut an. Nur, jetzt ist die Frage wieder, wie kommen wir an Soldaten? Ich glaube, die einzige Möglichkeit an Soldaten zu kommen ist, hier 16.000 für eine Militärbasis auszugeben, oder nicht? Sollen wir ja noch einen zweiten Strand errichten? Och, das wäre natürlich auch toll. Nö, die Militärbasis kommt hier auf die Maisfelder. Wie lange dauert das mit dem Bauern? Oder seid ihr schon da? Nee. 10.000. Oh. Habe ich angenommen? Wieso steht das hier nicht? Ich habe doch angenommen, oder nicht? Präsidente, hier ist ein dringendes Telegramm aus Washington. Setzen Sie den Rebell Marco Moreno fest. Oh, moralische Entscheidungen, das gefällt mir. Die CIA hat Mr. Moreno als interessante Person markiert und er wird verdächtigt, an Terroraktivitäten in der Karibik beteiligt zu sein. Natürlich würden wir Sie für Ihre Hilfe entschädigen. Wir begrüßen Ihre Diskretion bei dieser Angelegenheit. Moreno an die USA übergeben, plus 20 Beziehungen, plus 20.000 auf Schweizer Bankkonto. Niemals! Moreno waren plus 30% Kommunistenrespekt, minus 20 US-Beziehungen. Niemals! Schicken Sie den Film der gewagten Flucht an die Presse. Plus 50.000 Anhänger. Ja, machen wir. Parkhaus überlastet. Eben noch internationale, weißt du, und jetzt schon wieder ein Parkhaus bauen. Das ist das Leben als El Presidente. Nur wohin? Guck mal, du kommst doch. Das Parkhaus im Wasser. Infrastrukturstraße. Passt das? Das passt. Yeah! Sehr gut. Die Bauarbeiter hier werden das hoffentlich übernehmen. Ja, Hammer. Okay.
Anhänger, Anhänger, Anhänger. Brauchen wir denn überhaupt noch die Militärbasis? Wird er überhaupt kommen? Ich weiß es nicht. Schnell bauen. Menu, hohe Priorität. Und der Präsidentenbesuch sorgt für das Restliche. Oh, nimmt er doch ein Auto? Ah ja, du gehst ja schon ins Fuhrparkbüro. Gut, 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 gut. Weitermachen. Der Präsident befiehlt dem Präsidenten, was er zu präsidieren hat. Und da kommen die ersten Bauarbeiter, finde ich gut. Ah, drei Stück schon da. Und da geht's los. Sehr schön. US-Senator wird Cara Libro besuchen, aber klaro, Nick Richards. Präsidente, ich nehme Ihre Einladung an und werde sofort das Fünf-Sterne-Hotel auf Cara Libro buchen. Möchte jedoch hinzufügen, dass ich kein Schwindler bin. Sehr gut. Ich frag mich jetzt, wo du das erwähnst, auch gar nicht, ob du ein Schwindler bist. Ich muss gestehen, dass ich mich darauf freue, ein paar ihrer Inselattraktionen zu besuchen. Vielleicht sehe ich mir auch eine der berühmten Shows an. Mein Stab hat mich informiert, dass es einige Organisationsprobleme gibt, aber ich bin sicher, dass alles so schnell wie möglich gelöst wird. Bauen Sie ein neues Luxushotel. Belohnung 75.000 Anhänger. Bauen Sie ein Luxushotel? Ich habe doch hier schon ein Luxushotel. Ah, nee. Ich habe nur Luxusdinger gebaut, aber kein Luxushotel. Tourismus, Hotel Hochhaus, Luxushotel. Ein Nobelhotel für reiche Touristen. Das machen wir doch einfach neben dem Vergnügungspark. Yeah! Euch fehlt der Strom? Kein Wunder, denn die Windturbine hier wurde nie fertig gebaut. 7.800, das wäre unser ganzes Geld, das investieren wir nicht. Statt der Militärbasis. Oh, die Militärbasis ist fertig, sehr gut. Das wird ja von alleine passieren. Dann machen wir das hier auf hohe Priorität. Zack, ist ein Bauarbeiter da. Und wir gehen selbst vorbei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön, wie das hier jetzt schon zu richtigen Straßen geworden ist. Die wissen, wie es gehört. Überall Dosenfleisch. Fleisch mögen doch alle, oder, Präsidente? Schicken wir doch allen Leuten auf der Welt etwas Würzfleisch. Bitte was? Ich verhandle gerade über eine ausreichende Lieferung Dosenfleisch für dieses Projekt. Dies kostet uns nur $50.000, ein echtes Schnäppchen. Das sind auch schon Porto und Verpackung dabei. Stimmen Sie einfach zu und die ganze Welt wird dank El Presidente etwas fleischige Güte verspüren können. Sogar Vegetarier. Zahlen Sie 50.000. Oh, wenn ich es hätte, würde ich es machen. Wir nehmen an und können dann, sobald wir das Geld haben, die 50.000 zahlen. Okay, das bedeutet, wenn wir die 50.000 zusammen haben, bekommen wir so viel Anhänger, dass wir das hier erfüllt haben auf jeden Fall. Und dann brauchen wir nur noch 100.000 für unser Bankkonto. Da erlassen wir doch den Dingensbummens. Wirtschaft, wo ist das? Baugenehmigung. Erhöht alle Baukosten um 20%. 10% dieses Geldes werden auf ihr Schweizer Bankkonto überwiesen. Machen wir noch ein Parkhaus überlastet. Du hier, dann machen wir doch ein neues. Infrastruktur. Parkhaus. Ich würde gerne ein neues bauen. Wir bauen das hier auch. Und reißen, glaube ich, die Bar ab. Tut mir leid, liebe Bar. Geht nicht anders. Und machen hier eine Straße rüber. Sobald die Bar abgerissen ist. Schneller. Präsidente, gute Menschen werden nicht unbedingt berühmt. Einige der berühmtesten Präsidentes sind ziemliche Schurken. Keiner sagt, dass sie böse sind. Aber ein paar Verhaftungen oder öffentliche Hinrichtungen könnten ihren Ruhm mehren. Natürlich könnte das Konsequenzen geben, aber das ist der Preis, den wir manchmal zahlen müssen. Ab jetzt gewinnen sie jedes Mal einen Anhänger, wenn sie einen Bürger unter Arrest nehmen oder eliminieren. Wählen sie dafür einen Bürger aus und erteilen sie ihm den gewünschten Befehl in seinem Infofenster. Den Teufel werde ich tun. Ein Anhänger, das ist doch gar nichts. Gute Nachrichten. Es ist nicht Lupus. Dr. House! Ich habe die Anspielung verstanden, fühle mich deshalb einer Gruppe zugehörig von Leuten, die die Anspielung verstehen und fühle mich dadurch besser. Wir haben einen ernstzunehmenden Ausbruch der Lama-Grippe auf der Insel. Die Internationale Gesundheitsorganisation befürchtet den Beginn einer Pandemie. Wir wurden unter Quarantäne gestellt. Nein, es können keine Anwanderer außerhalb angehörter ausländischer Fachkräfte unserer Insel betreten. Ja, solange die Touristen noch kommen können, ist das alles okay. Sag mal, bist du hier bald abgerissen? Abriss stoppen? Nee.
Oh, ist die Bar schön. Wer würde hier nicht gerne was trinken gehen? Das Gute ist, das Gute ist an der Insel, an so einer schäbigen Bar, dass wenn man E-Schnaps trinkt, Alkohol desinfiziert, da kannst du dir sicher... So wird in Tropico, also so werden in Tropico Häuser abgerissen mit Dynamitfässern und einem Sprengzünder dran. Sag mal, explodierst du demnächst noch? Und was machen die Hütten da? Menno, ich hab's hier so schön eingerichtet alles. Und jetzt versauen mir die Hütten das ganze Ding hier. Ist mal leider so. Und jetzt pass auf, so, ne? Ja. Doppelte Kreuzung. Eieiei. Aber wir haben hier noch so ein bisschen Bauland erschlossen wenigstens. Das ist doch nicht verkehrt. Dann machen wir hier die neue Bar hin. Oder die alte. Bildung, Medien, nee, Unterhaltung. Bar. Aus den Hütten werden Bars. Sehr gut. Und noch eine Unterkunft. Da kann ich ja nicht zugucken, wie schäbig ihr da leben müsst. Hier rein. Das passt. Okay. Das Luxushotel. Wo ist es? Wo bleibt es? Was macht es? Präsidente, einer unserer größten Anhänger hat ein kompromittierendes Foto von Senator Richards im Kabarett. Die Amis wollen, dass wir diese Fotos irgendwie zerstören. Ich bin sicher, dass wir im Gegenzug dafür etwas erhalten. Wenn wir sie aber veröffentlichen, können wir damit die öffentliche Aufmerksamkeit auf Cara Libro und Sie lenken, Präsidente. Zerstören Sie das Foto für US-Beziehungen, papalapap. Erpressen Sie den Senator, hört sich schon besser an. Geben Sie das Foto der Presse. Die Anhänger werden wir sowieso bekommen. Die 25.000 auf dem Schweizer Bankkonto nehmen wir gerne an. Erpressen Sie den Senator. Sehr schön. Die Schweizer kaufen die Uhren bei ihm. Die Schweizer Garde würde gern seinen Palast bewachen, hat aber nicht die notwendige Qualifikation dafür. Das ist El Press, der Wahnsinnstyp. So sieht's aus, Junge. So sieht's aus. Wir haben gewonnen. Sieg. Ich habe über 1 Million Anhänger. Das Today Magazin hat mich zur beliebtesten zeitgenössischen Person gewählt. Jeder sucht meine Freundschaft. Promis aus Hollywood und Rockstars wollen sich mit mir fotografieren lassen. Ich bin berühmter als die Beatles. Mein Plan hat funktioniert. Die Welt beachtet mich. Geld und Ruhm ist alles, was ich brauche, um Tropico zu einer Supermacht zu machen. Yeah. Stadtbudget, Bürger, Schweizer Bankkonto, Gesamtschwierigkeit, 70%, finaler Punktestand, 2 von 3 Sternen, Präsidentenstatistik. Jede Menge auf dem Bankkonto, Ruhmpunkte, Kampagne, Presse, sonnige Strände, prachtvolle Aussichten und den ganzen Tag Pachanga. Willkommen in Cara Libro, das Tagesgerücht. Oder aber El Press, die großartigste Person der Welt. Die tropische Zeit weiß, wie es um uns steht. Anstatt jetzt auf Sieg zu klicken und dann jetzt anzuhören, was es in der nächsten Folge für eine Kampagne gibt, warte ich damit bis zur nächsten Folge und bedanke mich hier fürs Zuschauen, für Tipps, die mir dabei geholfen haben, diese Kampagne zu beenden. Wobei ich zugeben muss, dass ich alle Folgen auf einmal aufgenommen habe und gar nicht auf eure Tipps eingehen konnte. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich darüber, für spätere Folgen, bei denen ich sie dann benutze. Euer Egon Zoll, bis dann. Ciao.